So, herzlich willkommen, liebe Freunde meines YouTube-Kanals. Ich bin ja der Physiker, der das Trinat-Physik unterhält, und ich möchte Ihnen gerne jetzt die Fragen beantworten, die Sie mir anlässlich des 1500 Abonnenten-Spezials gestellt haben. Es ist jetzt der 2. August 2013. Ich komme direkt zurück von einem wunderbaren Motorradtrip im Allgäu. Der 2. August ist jetzt auch ein Tag nach dem Nationalfeiertag der Schweiz. Und das beantwortet auch gerade eine der Fragen, die gestellt wurden, mehrfach, ob ich denn ein Bayer sei oder ob ich ein Schweizer sei oder warum ich so schlecht Deutsch kann und so weiter. Also ich bin Schweizer, wohne aber eigentlich in der Nähe von der deutschen Grenze. Mein Haus ist gerade etwa 500 Meter von der deutschen Grenze weg. Wenn Sie da hinten die Karte sehen, dann wohne ich da unten. Das ist also Deutschland hier. Hier ist Basel, der Bodensee, da wäre Karlsruhe, dort oben Berlin. Ich kenne Deutschland sehr gut. Ich bin, glaube ich, in jeder größeren Stadt in Deutschland schon gewesen. Ich liebe Deutschland sehr, und ich weiß auch, dass etwa 90% der Abonnenten dieses Kanals auch aus Deutschland sind. Deshalb werde ich mich da jetzt vielleicht speziell an Sie wenden. Natürlich hat es auch Schweizer, die jetzt auch in meiner Klasse, in meinem Unterricht sind, die da vielleicht jetzt zuhören, aber ich sehe das sieht man ja anhand von den YouTube-Daten, dass ein großer Teil der Anrufe aus Deutschland kommen. Das ist sehr schön, freut mich. Wie gesagt, ich bin ein großer Deutschland-Fan. Es sind wunderschöne Städte in Deutschland, die ich immer wieder gerne besuche. Die Leute sind sehr freundlich. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Wie gesagt, diese kleine Tour, die ich jetzt gemacht habe, ging ins Allgäu, also in den Bereich von Füssen und so weiter, also unterhalb von München. Mein Wohnort, wie gesagt, in Basel. Ich unterrichte auch in der Nähe von Basel in Muttenz in der Fachhochschule Nordwestschweiz. Eine Frage betraf auch meine Familie. Ich habe eine kleine Familie. Ich bin seit 27 Jahren, wie man sagt, glücklich verheiratet. Eine sehr tolle Frau und eine Tochter, die ist 25 Jahre alt, macht aber nichts mit Physik. Das ist auch echt so, sondern sie ist im Bereich Personalwesen. Ich habe jetzt aktuell, habe heute Morgen rasch geschaut, 1538 Abonnenten, also Leute, die regelmäßig jetzt auch Mails bekommen, wenn ich etwas hochlade. Das ist natürlich wirklich sehr schön. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn Sie diesen Kanal eben abonnieren und dann auch jeweils Updates bekommen, wenn ich etwas ändere oder wenn ich etwas neu mache oder so. Ich möchte da weitermachen mit diesen YouTube-Videos, das macht mir Spaß, und ich weiß aus den Rückmeldungen, dass es auch vielen hilft, zum Beispiel ihre Prüfungen vorzubereiten oder einfach sich zu informieren über physikalische Fragen, Aufgaben und so weiter. Sie haben vielleicht gesehen, ich habe ein bisschen mehr wie 500 Videos aktuell drauf, das ist ungefähr ein Drittel, sind das Experimente, die ich gefilmt habe, das ist schon länger her. Wir haben eine große Physiksammlung hier, und einige der Experimente, die ich nicht immer alle aufstellen kann und möchte, die zeige ich dann nur noch als Film. Und diese Kurzfilme sind auch kommentiert. Der zweite Teil betrifft eher Aufgaben, die ich vorlöse. Und ich denke, wenn man da zuschaut, wie so eine Aufgabe gelöst wird, lernt man recht viel. Ich finde es auch eine gute Sache an YouTube, dass diese Möglichkeit eben besteht, dass man jemandem zuschauen kann, wie eine Aufgabe gelöst wird, dass man stoppen kann, zurückspulen kann und so weiter. Ich habe selbst auch auf diese Art recht viel gelernt. Teilweise auch in meinen Hobbys, und das war ja auch eine Frage. Eines meiner Hobbys ist das Zeichnen, also Porträtzeichnen zum Beispiel oder auch Körperzeichnungen. Das sind Sachen, wo man dann, wenn man einem Künstler mal zuschauen kann, wie er das macht, dann lernt man enorm viel. Der dritte Teil der Videos betrifft dann eher Theorieteile, wo ich finde, es lohnt sich, wenn man das mal auf meine Art erklärt bekommt. Ich hatte früher, früher in meinem Unterricht, als ich noch in der Schule war, habe ich mich oft gewundert, warum man gewisse Dinge nicht anders erklärt, einfacher vielleicht. Ich hatte auch oft heftige Diskussionen mit meinem damaligen Physiklehrer. Und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich dann auch Physik studiert habe und dann auch in den Lehrberuf gewechselt habe, dass eben mich der Unterricht zum Teil nicht befriedigt hat in der Schule. Und ich hatte in dem Sinne nicht ein positives Vorbild, das mich dann in die Physik gezogen hat, sondern eher ein negatives Beispiel, wo ich mir gedacht habe, hey, das kann man doch besser erklären.
Und sie erleben jetzt teilweise meine Erklärungen auf meine Art und wenn es ihnen passt, meine, jeder ist ein bisschen anders, jeder möchte Dinge vielleicht auf eine andere Art erklärt bekommen. Das ist auch die Kunst eines Dozenten, dass man die vielen Erwartungen und die vielen Lerntypen, die man da vor sich hat, einigermaßen breitbandig abdeckt. Aber ich denke, dass meine Art zu unterrichten doch einen relativ großen Teil der Klasse normalerweise trifft. Und das sehe ich auch an den Rückmeldungen, dass es offenbar so ist. Gut, jetzt möchte ich gerne auf Ihre Fragen eingehen. Und die Fragen teilen sich eigentlich in zwei Gruppen. Die Fragen haben Sie ja dann gestellt bei den Kommentaren meiner Ankündigung Ende Juli, oder nein, Anfang Juli war es, vor etwa 3 Wochen. Das waren zum Teil jetzt Fragen mehr persönlicher Natur, die ich auch gerne beantworte, und auch Fragen zur Physik, also physikalische Fragen. Ich habe mir das einfach ausgedruckt und gehe es da ein bisschen durch. Ich mache vielleicht zuerst mal die eher persönlichen Fragen. Und ich vermute, das wird ein längeres Video, deshalb müssen Sie halt dann vorwärts spulen, wenn Sie mehr die Physik interessiert. Wobei ich werde da nicht so viel dazu sagen, weil ich ja genügend Physikvideos an sich schon habe, das ist ja klar. Also. Da kam zum Beispiel A6S4Z, der hat viele Fragen gestellt und unter anderem, in welchem Alter wussten Sie, dass Sie Physiker werden möchten? Es ist so, dass ich in der Schule, also ich habe eigentlich ein humanistisches Gymnasium besucht. Das war damals noch so, dass man von 10 bis 18, also 8 Jahre lang in der Schweiz ein Gymnasium wählen konnte. Da gab es Gymnasien, die eher in sprachliche Richtung gehen und Gymnasien, die eher in naturwissenschaftliche Richtung gehen. Ich hatte ein Sprachgymnasium, ich habe also 8 Jahre Latein gelernt und so weiter. Und die Physik und die Mathematik war eher ein bisschen untervertreten. Mich hat aber immer in der Schule die Naturwissenschaft interessiert. Ich hatte weniger Interesse an viel Einsfächern, an Geschichte, an Sprachen und so, obwohl ich eigentlich immer ein recht guter Schüler war. Wann ich dann wirklich für mich Physik entschieden hatte, das war eigentlich mehr ein Zufall. In dem Alter, wo man sich dann langsam entscheiden musste, das war so 17 herum, da musste man sich langsam eintragen und in die entsprechenden Listen der Universitäten. Da habe ich gewechselt zwischen Medizin, zwischen Chemie, zwischen Physik, Mathematik, Biologie. Es hat dauernd so gewechselt, ich war also nie völlig fixiert auf die Physik. Und als man dann unterschreiben musste, war dann die Physik gerade in, und das habe ich dann also gewählt, obwohl ich heute rückblickend sagen muss, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ein Physikstudium bedeutet damals. Weil wir eben auch in der Schule wenig so wir haben einfach ein paar Phänomene kennengelernt, wir haben ein bisschen ein Praktikum gehabt, aber so richtig, was Physik bedeutet, wusste ich nicht, wenn man studieren möchte. Das macht aber nichts. Ich wollte auch von Anfang an die Physik eigentlich kombinieren mit Biologie oder Medizin, und das ist mir dann auch gelungen. Also das Studium war am Anfang für mich sehr, sehr hart, weil ich hatte, wie gesagt, ich habe nie was von Vektoren gehört in der Schule. Das war einfach da nicht im Lernprogramm drin. Ich wusste kaum, was ein Kreis, also Pierre-Quadrat, Flächeninhalt eines Kreises war. Ich konnte zwar einigermaßen ableiten, integrieren, das hat man gelernt in der Mathematik, aber viele Grundlagen fehlten mir. Und als ich dann die ersten Semester in der Uni besucht hatte, wo sehr viel Mathematik dabei war, da bin ich einfach geschwommen. Das war so schlimm, ich habe da wirklich Mühe gehabt. Hatte zum Glück ein paar ältere Kollegen, also die älteren Semester, die mir auch das bestätigt haben, dass es bei ihnen auch so war, dass ich wusste, es ist nicht so etwas Außergewöhnliches, dass man da Mühe hat. Vielleicht kann ich Ihnen jetzt mit diesem Video das auch diese Angst ein bisschen nehmen. Offenbar ist es normal, dass man am Anfang in der Uni einfach extrem Mühe hat, da mitzukommen. Wurde zu meiner Zeit, das ist vor 30 Jahren gewesen, auch nicht zur Rücksicht genommen auf einzelne Studierende. Man war einfach dann gezwungen, sich den Stoff auch selbst anzueignen. Also die Selbstlernkompetenz, wie man das heute sagt, das war damals schon ein Thema, aber man hat es einfach nicht so genannt. Also dann wurde ich Physiker und habe dann sehr gut auch ein gutes Diplom gemacht, eher in einem Chemiebereich. Habe dann aber die Uni wechseln, also aus der Uni weg wollen. Dort ist jeder zweite Doktor und da sind halt komische Typen da. Und da habe ich gedacht, nee, so möchte ich auf keinen Fall enden. Und dann bin dann in die Chemie gewechselt, in die Sandor damals, das ist heute Novartis, und habe dort eine Technik benutzt in der Analytik, die heißt NMR. Und habe dort eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass ein Doktortitel doch wichtig ist, vor allem so in diesem Chemiebereich.
und bin dann zurückgewechselt an die Uni, dort aber jetzt eher in ein biologisches Institut, ins Biozentrum in Basel. Und habe dort in kurzer Zeit mit einem sehr interessanten Thema, das ging auch um NMR, doktoriert auf einem Gebiet, das eher in die Biologie reingeht. Also das, der Titel, also die, das Fach, wo ich dann wirklich auch den Doktor bekommen habe, heißt Biophysikalische Chemie, so eine Mischung aus verschiedenen Bereichen. Diese Doktorarbeit hat 2 Jahre gedauert, das ging also relativ schnell. Dann bin ich zu Siemens nach Erlangen gewechselt, habe dort kurz mit einem Ganzkörper-NMR-Gerät zu tun gehabt und habe dann mit so einem Gerät wieder in Basel etwa 3-4 Jahre lang die Leitung des MRI-Zentrums des Kantonsspitals Basel, so hieß es damals, gehabt, also die technische Leitung, zusammen mit einem Arzt, und habe dort sehr viel im Bereich auch Radiologie und so zu tun gehabt, also medizinischer Bereich, und habe dann dort auch habilitiert. Habilitieren heißt, dass man dann an der Universität Vorlesungen geben darf. Das habe ich dann eine Weile gemacht auch. Aber parallel dazu ging dann die Stelle in der Fachhochschule auf. Da ist ein Professor verstorben und er musste ersetzt werden. Ich habe mich dort beworben und bin jetzt seit 1991, also seit mehr als 20 Jahren, Dozent in dieser Fachhochschule Nordwestschweiz. Damals hieß sie noch Ingenieurschule bei der Basel und die ist dann im Laufe der Bologna und der diversen Fusionen zur Fachhochschule in Nordwestschweiz geworden. Ich unterrichte sehr, sehr gern. Es ist auch eine Frage, was sind meine Hobbys? Also eines meiner Hobbys ist das wirklich auch das Unterrichten. Ich mache das gern. Ich arbeite gern mit interessanten Lernformen zusammen, nicht nur einfach Tafelarbeit. Ich habe immer versucht, da auch ein wenig zu experimentieren mit den Lerntechniken, also Lernformen. Auch diese Videos gehören dazu. Ich habe sehr früh eine Physik-CD gemacht, wo Simulationen drauf sind, wo man eigentlich ein Buch, ein normales Buch, wo man nur statische Bilder sieht, wo man so ein Buch erweitern kann mit Animationen, wo man es dann nicht nur einfach ein statisches Bild sieht, sondern das Bild dann auch als Film laufen lassen kann. Vor allem, wenn eben etwas Dynamisches abgeht, ist das viel, viel spannender als einfach so ein statisches Bild, das man dann versucht zu verstehen. Ja, wie gesagt, jetzt zuerst war ich in der Chemieabteilung hier, dann später in der Mechatronik und auch in der Geomatik und jetzt bald auch in der Optometrie. Also als Physiker hat man da sehr viele Möglichkeiten, sich zu verbessern und zu vertiefen. Und jetzt gerade die Optometrie, also die Lehre von den Brillen, sagen wir es jetzt mal, Brillen und Augen und so, das ist ein Gebiet, das für mich jetzt doch relativ neu ist, wo ich jetzt in den nächsten Wochen mich noch mehr einarbeiten werde. Ich habe es nie bereut, Physik studiert zu haben. Physik ist ein unglaublich vielfältiges Studium. Man kann da, ich habe Kollegen, die sind in CERN gelandet, da in der extremen Elementarteilchenforschung. Ich habe Kollegen, die sind auch Lehrer geworden, wie ich natürlich. Ich habe Kollegen, die sind in Versicherungen gelandet, mit ihrer Versicherungsmathematik zum Beispiel. Kann man auch tun, verdient man vielleicht sogar besser als in so typischen Physikgebieten. Ich habe andere Kollegen, die auch im Medizinbereich gelandet sind. Also ich habe es keine Sekunde bereut, Physik gemacht zu haben. Es gibt ja nicht so viele, die das machen, weil Physik gilt als schwieriges Fach. Und deshalb ist halt die Auswahl der Physiker dann später, also die Physiker haben effektiv, wenn man so jemanden sucht, große Möglichkeiten in diversen Gebieten sich einstellen zu lassen und weiterzuentwickeln. Furchtbar reich wird man üblicherweise als Physiker nicht, also wenn man da an Geld interessiert ist, gibt es auch andere Studien, die da vielleicht schneller zum Ziel führen. Also wie gesagt, die Entscheidung, Physik zu studieren, war dann letztendlich eher eine zufällige, aber ich habe es nie bereut. Ich würde es wieder so machen. Das ist meine Quintessenz. Und so möchte ich auch Ihnen jetzt vielleicht etwas mitgeben. Ich denke, die meisten von Ihnen sind so im Alter zwischen 15 und 22, die es da zuschauen. Ich finde, es gibt im Leben so ein paar Entscheidungen, die sehr wichtig sind. Und eine ist sicher die Berufswahl. Und es lohnt sich das vielleicht besser zu überlegen, als ich das gemacht habe, aber es lohnt sich wirklich da eine gute Wahl zu treffen, wo man nicht ausschließlich nur das machen möchte, was man gern macht, sondern auch das, was man später davon leben kann. Ich selbst habe auch meine Hobbys, ich mache Musik, ich zeichne, wie gesagt, das kann man immer noch tun, aber ich finde, man sollte so quasi eine Art Cash Cow sich etablieren, einen Job lernen, wo man wirklich immer finanziell davon leben kann. Und dann alle Sachen, die man gern macht, das kann auch Psychologie oder irgendwas anderes sein, das dann eher
als zweite Wahl dazu tun, also dazu lernen und später mit Kursen und so weiter sich da in dieses Gebiet noch einarbeiten. Gut, jetzt habe ich ein paar der Fragen schon beantwortet, vor allem von A6S4Z. Welchen Beruf hatten Sie, bevor Sie Professor wurden? Eben, ich war eigentlich in der Forschung tätig, kann man sagen, und habe da eben diesen Werdegang in der Forschung vor allem getan. Ich wollte aber wirklich nicht ewig forschen, das finde ich letztendlich, das ist gut für junge Leute. Und es ist auch gut, wenn man Forschungsmanager hat, die da das Geld ankarren und vielleicht die Kontakte schaffen, aber ich wollte nicht in der Forschung alt werden, überhaupt nicht. Mir war die Lehre immer wichtiger, das, was ich weiß, weiterzugeben. Und ich glaube, auch das habe ich nie bereut, diese Wahl. Eine zweite Wahl, die im Leben wichtig ist, ist natürlich die Wahl zum Beispiel dann des Familienstatus. Will man heiraten? Wen will man heiraten? Das ist auch etwas, wo man Pech haben kann. Ich habe auch hier eine sehr gute Wahl getroffen, aber ich würde auch da einfach Ihnen gerne mitgeben, dass überlegen Sie sich gut, ob Sie heiraten wollen, wen Sie heiraten wollen. Und es ist dann, man muss einfach dann denken, das geht dann 30, 40 Jahre lang so weiter mit dieser Partnerschaft. Und das ist dann vielleicht wichtig, dass auch der Kopf mitdenkt, nicht nur das Herz oder die Hormone, sondern dass man einfach da jemand wählt, wo man das Gefühl hat, das funktioniert. Eine dritte Wahl, die man auch im Leben trifft und die wichtig ist, ist die Wahl, also vor allem in der Schweiz, wo man Militärdienst macht. Es ist ja bei uns ein anderes System wie jetzt in Deutschland oder in anderen deutsch sprechenden Ländern. Wir haben das System, dass alle gesunden jungen Leute in den Militärdienst einberufen werden. Und da kommt dann irgendwann mal die Entscheidung, wo will man hin, will man zur Infanterie, zur Artillerie, zu den Panzern, weiß ich was. Und da ist man oft ein wenig, man ist dann so 17, 18 herum und man ist ein bisschen überrumpelt und macht dann meistens das, was man hat vielleicht gerade aktuell von einem Kollegen gehört hat, was toll sei. Ich finde, es ist wichtig, dass man diese Frage sich vorher überlegt. Wir haben natürlich jetzt eine Zeit, wo es nicht gefährlich ist. Wir müssen normalerweise nicht mit Militäreinsatz rechnen. Aber falls das mal kommt, dann ist es sehr wichtig, wo man ist, natürlich. Und auch der Militärdienst selbst in der Schweiz ist also nichts Lustiges. Und wenn man da eine gute Wahl trifft, hat man es dann wirklich während fast einem Jahr im Leben, das ist zusammengezählt, ist man ungefähr ein Jahr im Militärdienst, ist man dann entweder in einer glücklichen Situation oder man hat dauernd zu leiden. Ich habe da eine schlechte Wahl getroffen. Ich bin bei der schweren Infanterie gelandet, bei den Minenwerfern. Das war also rückblickend, ich habe es überlebt, aber es war also wirklich nicht lustig. Und ich würde das mir besser überlegen nächstes Mal, wo ich dann wirklich lande. Gut, hätten Sie sich vorstellen können, etwas abseits der Physik zu studieren? Das habe ich ja dann teilweise später auch gemacht. Mein Nebenfach war Astronomie in der Physik, man konnte ein Nebenfach wählen. Einige haben Geologie gewählt. Ich wollte eigentlich Biologie daneben wählen, aber es ging einfach vom Unterrichtsrhythmus her nicht. Deshalb habe ich Astronomie gemacht, also Sternkunde. Das ist etwas, was mir auch so ein bisschen den Geist geöffnet hat. Die Physiker sind oft ein bisschen fixiert auf das Kleine und die Astronomen sind eher ein bisschen von der Perspektive her fixiert auf das Große und sind in dem Sinne auch ein bisschen vielleicht, wie soll ich sagen, offener und ja, ein bisschen bescheidener als Physiker, die manchmal doch recht arrogant sein können, meiner Meinung nach. Würden Sie im nächsten Leben was anderes machen? Glaube nicht. Ich habe wirklich in vielen Beziehungen auch Glück gehabt, aber so die Berufswahl, die finde ich gut und ich würde es wieder so machen, denke ich. Spielen Sie PC-Spiele? Offenbar hat jemand gemerkt, dass ich da ein Spiel bewertet habe. Das gehört zu meinen Hobbys, kann man sagen. Was mache ich überhaupt noch so nebenbei? Hobbys, wenn man sagt, Hobby ist etwas, was man gern macht, dann kann ich ruhig sagen, auch das Unterricht mache ich gern. Nur ist das natürlich nicht, damit ich nicht völlig selbstbestimmt. Das muss ich auch tun, damit ich meinen Lohn bekomme. Hobbys sonst, also was ich wirklich frei wähle, dazu gehört, wie Sie eben gehört haben, das Motorradfahren, wobei ich sehr defensiv fahre, sehr konservativ, langsam, ich habe ein Goldwing, das ist so ein Genussfahrzeug. Dazu gehört auch das Malen und das Zeichnen. Ich kann vielleicht unten noch ich mache unten vielleicht in der Videobeschreibung noch einen Link zu einem Kanal, wo ich mal ein paar Bilder von mir hingemacht habe, zusammen mit Musik. Musik ist eben auch, also Klavierspielen ist auch ein Hobby von mir. Können Sie mal raufklicken, das sind das ein paar
Porträtbilder dabei und auch ein paar Aktzeichnungen, also da bitte nicht erschrecken, das gehört hat auch zu meinen Hobbys, schöne Körper zu zeichnen. Dann ein Hobby ist auch, kann ich ruhig sagen, ich schaue sehr gern Fernsehen und lese auch gern. Bin gern draußen, also nicht nur mit dem Motorrad, auch zu Fuß. Ich habe auch gern, mache gern Dinge mit meiner Familie, jetzt natürlich, wo die Tochter ausgezogen ist, vor allem mit meiner Frau. Ja, und das Spielen, das Computerspielen, da könnte ich jetzt lange darüber sprechen, das ist tatsächlich ein Hobby von mir und ich habe es früher natürlich mehr pflegen können als jetzt. Ich bin ungefähr im Alter von Bill Gates oder von Steve Jobs, habe also auch die ganze Entwicklung der Personal Computer miterlebt. Angefangen mit Computern habe ich als Student, damals waren das noch so große Univac-Computer und DEC, also Digital Computer, wo ich so angefangen habe zu programmieren, in Fortran damals noch. Mein erster PC, das war ein Sinclair ZX81, ein winzig kleines Ding mit Folientastatur, da konnte man dann 20 Zeichen pro Zeile auf einen Fernsehmonitor überspielen. Später kam dann der Commodore 64, da waren dann die ersten kleinen Spielchen da, so Jump-and-Run-Spielchen mit drauf, das habe ich lustig gefunden. Ich habe auch selbst ein solches Spiel dann programmiert, das konnte man mit Basic sehr gut machen, also nur für mich, nicht kommerziell irgendwie angeboten. Später dann habe ich einen Atari gekauft und den dann ziemlich bald als Macintosh emuliert und habe dann da die ganze Mac-Welt kennengelernt. Das war in den 80er Jahren und ich war immer ein großer Fan von Apple und von Mac und habe immer gedacht, das wird mal was und das hat lange nicht so ausgesehen. Ich fand immer die Software viel besser als damals MS-DOS. Heute weiß man ja, dass diese Entscheidung richtig war, aber es hat eine Weile schlimm ausgesehen für Apple. Leider hat Apple nie groß in den Spielesektor investiert. Es gab zwar gute Spiele, aber es war immer eigentlich auf der Windows-Seite mehr los. Und ich habe deshalb auch dann separat einen Windows-Rechner gehabt, wo dann vor allem Spiele drauf liefen. Das erste Spiel, das mich so richtig fasziniert hat, war SimCity 1. Das habe ich damals auf dem Mac organisieren können. Das kennen Sie vielleicht, ein Simulationsspiel, wo man also eine Städtesimulation macht. Und das war so ein erstes Beispiel, wie so eine Aufbausimulation aussehen kann. Habe ich enorm spannend gefunden. Ich habe auch gelernt, wie man mit so einem Spiel lernen kann, also wie man ein Spiel benutzen kann, um da ohne es zu merken ganz viel zu lernen. Ich habe dann gesehen, wie eine Stadt funktioniert, an was man da alles denken muss. Das vernetzte Denken, wie man das heute immer wieder sagt, das kann man mit so einem Spiel unglaublich gut lernen. Ich habe SimCity 1 lange gespielt, habe dann auch die Nachfolger gekauft und dann gab es ja diverse andere Simulationen auch von, ich glaube, Brüderbund oder Maxis, weiß ich die Firma nicht mehr. Es gab dann SimAnt, da konnte man Ameisenstaat simulieren. Es gab SimLife, da konnte man das Leben. SimEarth, da konnte man die ganze Welt inklusive Atmosphäre und so weiter simulieren. Es gab SimFarm, hat es glaube ich geheißen. Das ist etwas ähnliches wie das Farmville, was heute auf dem Facebook ja auch sehr beliebt ist. SimFarm war einfach gemacht, aber ganz toll. Und dann später die Simulationen, die mehr so ins Spielerische reingingen, wie Rollercoaster Tycoon. Oder, was haben wir da noch? SimToys war eines. Weiß nicht mehr genau, ich habe das spannend gefunden. Dann später kamen auch die militärischen Simulationen dazu. Also mein Gebiet war schon Aufbau, Simulationsspiel, so Strategiespiele. Ich habe dann Commander Conquer die ganze Reihe durchgespielt. Mein Lieblingsteil da war das Generals, hat es geheißen. Dann ein Spiel, das ich sehr geschätzt habe, war Commandos. Viele dieser Spiele wurden dann leider mit den Updates immer schlechter. Das ist offenbar so ein Zug. Die Leute wollen nochmals Geld verdienen. Die Firmen machen da neue Features hinein und so, dass die reine Spielidee geht dann ein bisschen verloren. Das habe ich jetzt so oft beobachtet. Ich bleibe oft bei den ersten Spielen, bei den ersten Versionen, die mich dann befriedigt haben und mache nicht mehr alle Updates immer mit. Das gleiche beobachtet man ja bei Office-Programmen und so. Das ist ja unglaublich, was da für Mist reingeladen wird, nur um nochmals Geld damit zu machen. Mein Office ist etwa 10 Jahre alt, ich finde das super, es ist schnell, kann alles, was ich will. Dazu vielleicht noch ein anderes Beispiel. Das erste Excel, das Excel 1.0, das habe ich auf dem Mac, auf einem Mac Plus, auf einer Mac Plus Emulation gehabt. Das war auf einer Kassette drauf, also eine Kassette, die hatte damals, glaube ich, 800 Kilobyte.
da war das komplette Excel 1.0 drauf und das komplette Betriebssystem, der Finder damals für den Macintosh, auf einer einzigen Diskette, 800 Kilobyte. Und das Excel konnte nicht viel weniger als die aktuellen Excels. Also das, was man mit Excel wirklich brauchen kann, diese Idee der Tabellenkalkulation, das war alles schon da. Und heute ist ja kein Bugfix mehr so klein, da kommt man kaum mehr unter 20 Megabyte durch. Dazu auch meine erste Festplatte, das war eine 20 Megabyte Festplatte, die hat über 1000 Franken gekostet, 20 Megabyte. Da sieht man, wie das Ganze vorwärts gegangen ist. Gut, wie geht's weiter? Ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen Pause gemacht mit Spielen, dann kam ich zufällig mal bei Ruse vorbei. Ruse ist auch so ein militärisches Strategiespiel, sehr spannend, das man auch im Netz spielen kann. Und da habe ich mit diesem Ruse auch einen anderen YouTube-Kanal gefunden. Das ist ein Kanal von einem 16-jährigen Münchner Gymnasiasten, der heißt General Pilofas. Ich kann vielleicht unten in der Beschreibung auch seinen Kanal erwähnen. Der macht das wahnsinnig gut, diese Beschreibungen des Spiels. Ich hatte vor allem Strategietipps gesucht und er hat das ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Selbstverständlichkeit, wie er diese Spiele kommentiert. Und da habe ich auch Tipps bekommen, jetzt für selbst YouTube zu machen. Unter anderem dieses Special, das ich jetzt hier mache, ist eigentlich eine Sache, die ich bei ihm abgeguckt habe. Vielleicht ist es auch nicht seine Originalidee gewesen, aber ich finde es sehr nett, weil er hat sich da geoutet, er hat sich da mal gezeigt, nicht nur immer nur die Bildschirme gezeigt, die Spielbildschirme. Und so bin ich jetzt eben auch aktuell gerade da jetzt vor Ihnen und spreche, weil ich das bei ihm gesehen habe. Er hatte da 5000 Abonnenten oder so und es lohnt sich, wenn man an Spielen interessiert ist, es lohnt sich dort mal reinzuschauen. Gut, also über Spiele könnte ich noch viel sagen. Ich glaube, ich lasse es jetzt hier, weil es geht ja nicht so darum. Jemand anders sagt, es haben viele gesagt, sie seien sehr guter Didaktiker. Das ist eben ein Thema, das mich wirklich fasziniert. Gut, nicht nur zu wissen, was man unterrichten soll, sondern auch, wie man das machen soll. Ich bin der Meinung, Lernen soll auch ein bisschen Spaß machen. Wie ich vorher gesagt habe, bei SimCity, man kann lernen, ohne es wirklich zu merken. Es gibt viele Lehrende und Dozierende, die so eine angstbetonte oder aggressionsbetonte Didaktik oder Pädagogik machen. Man kann natürlich drohen, es gibt eine schlechte Note, wenn du das nicht kannst und so weiter. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich möchte, dass die Studierenden bei uns oder die Schüler, Schülerinnen irgendwie Freude haben am Lernen und sehen, das Lernen ist etwas in seine Bereicherung. Es bringt was und wenn ich das hinbekomme, dass man vielleicht auch mal, ohne dass ich es will, dass man ein Buch aufmacht, ein Heftchen liest, zu einem Thema, das einem interessiert, das ist schön. Ich glaube, Sie, wenn Sie jetzt da diesen Kanal schauen, wenn Sie ihn vielleicht abonniert haben, gehören auch dazu. Ich meine, das ist ja nicht, es zwingt Sie niemand, diesen Kanal anzuschauen. Sie machen das, weil Sie offenbar finden, das bringt was. Und das ist so die Zielgruppe, die ich gerne auch bei meinen Studierenden erreichen möchte. Leute, die wirklich nicht einfach ins Studium kommen, weil sie das müssen, sondern weil sie das wollen. Gut. Jemand hat auch gesagt, es sei schön, dass ich einfach nicht nur eine Präsentation laufen lasse und kommentiere. Ich hasse PowerPoint-Präsentationen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine einzige Unterrichtseinheit mit PowerPoint gemacht, glaube ich. Also da müsste ich wirklich lange schauen. Ich finde das Entwickeln von irgendwelchen Dingen an der Wandtafel am liebsten. Oder eben auch, wie ich es jetzt mache in den Videos, mit einem Blatt Papier, so ein bisschen wie eine Nachhilfestunde, das bringt viel, viel mehr. Wenn man da richtig die Schritte mitverfolgen kann, es ist viel persönlicher, finde ich, und denke, dass man auf diese Art besser lernt. Also auf das statische Abarbeiten von fixierten PowerPoint-Folien ist natürlich bequem für einen Lehrer. Er macht es einmal, da muss er nur nach sich durchklicken und dann kurz überlegen, was er zu den Folien sagen will. Aber es ist also, finde ich, von dem Lerneffekt her überhaupt nicht gut. Also wirklich nicht. So, ich schaue mir nochmals die Blätter an. Was haben wir da noch? Wie bist du zu YouTube gekommen? Fragt der Emanuel. Ich habe früher für diese Physik-CD habe ich viele Movies gemacht, die ich dann auf QuickTime abgespeichert habe. Die konnte man auch auf den Computern in den Browser drin anschauen. Habe aber gemerkt, dass diese Videos dann auf den modernen iPhones und so weiter
nicht mehr laufen, dass es besser ist, wenn ich da eine Plattform verwende, die, die wirklich alle diese Devices bedient, ohne dass ich mich da immer um die Details kümmern muss. Und YouTube ist da herrlich. Und es ist ja auch gratis, man kann das auch bei YouTube hochladen, mehr oder weniger so viel man will. Man hat auch dann die Entscheidung, also ob das dann ankommt oder nicht, das sieht man dann sofort mit den sehr guten Feedbacks von YouTube. Diese Analytics innerhalb von YouTube, die sind also gewaltig, sehr praktisch. Man kann da auch wirklich sehen, welche Videos gut ankommen. So bin ich dazu gekommen. Wenn ich gerade schaue, welche Videos bei mir offenbar gut ankommen, also ich habe etwa 580.000 Klicks jetzt gehabt auf meinem Kanal. Das ist doch wunderbar, dass das so viele angeschaut haben. Und der, der am meisten Klicks hat, ist lustigerweise einer, der, wo ich überhaupt nicht besonders stolz drauf bin. Harmonische Schwingung heißt das Ding, ein kurzes Video, das schon länger her mal mit relativ schwacher Technik gemacht habe. Aber offenbar ist es ein Bedürfnis, dass man dazu Informationen bekommt. Das hat 26.000 Aufrufe gehabt. Dann gibt es ein paar, wo ich es einigermaßen verstehe. Ein Video, das ich sehr gut finde, und das war auch eine Frage, welches mein bestes Video ist. Ich finde zum Beispiel das Video über Wetterkunde, Meteorologie, da habe ich zwei Teile draus, Teil 1 und Teil 2. Das hat sehr viele Klicks bekommen. Finde ich auch recht gut. So ein Randgebiet der Physik, Naturwissenschaft. Aber dass man ein bisschen weiß, wie so, was Wolken einem erzählen können über das Wetter und über auch die Wettervorhersagen, das ist, kann man viel mit Physik erklären. Das hat offenbar viele Klicks bekommen. Und in der Richtung möchte ich mich auch ein wenig weiterentwickeln, also mehr Videos noch zeigen zu so Randgebieten der Physik. Also nicht nur reine Physikthemen im Unterricht, sondern auch vielleicht mal ein Thema über Physik und Geologie, Physik und Flüsse und Seen, ein bisschen mehr Biophysik, wie der Körper funktioniert, was man da physikalisch lernen kann. Oder ein bisschen Haushaltsphysik, zum Beispiel mal etwas über ein Velo erzählen. Ein Velo hat so viele Physikdinge, also ein Fahrrad auf Deutsch, hat so viele Dinge, die man physikalisch erklären kann, wie das Licht funktioniert, wie die Pedale funktionieren, wie das mit der Übersetzung funktioniert, wie man den Pneu aufpumpt, warum man ihn aufpumpt, wie das Ventil vom Pneu funktioniert und so weiter. Also da denke ich, kann man auch einiges dann auch lernen von der Physik. Also ohne es, ich werde das nicht als Physik deklarieren, sondern einfach so erklären, wie ein Velo funktioniert und so weiter. Das wären so meine Themen, die ich vielleicht in Zukunft auch mal anschneiden werde. Bin ich ein bisschen abgeschweift. Eben Wetterkunde, das war ein Thema, das ich sehr gern gemacht habe. Ich werde auch weitermachen mit den Physikvideos zu Aufgaben. Das gehört einfach zum Unterricht. Und ich finde es besser, wenn man diese Aufgaben nicht einfach an der Tafel vorlöst. Es ist vor allem in Großklassen, ich habe zum Teil Klassen mit 150 Studierenden, da kann ich gar nicht mehr auf die Leute eingehen und da etwas vorzurechnen an der Wandtafel, was bringt das schon? Ein Drittel ist zu schnell, ein Drittel ist zu langsam, ein Drittel versteht eh nichts. Deshalb mache ich es lieber mit den Videos, da kann jeder dann in Ruhe mit seinem Tempo diese Erklärungen dann mitverfolgen. Und ich glaube, das bringt mehr. Ist auch meine Zeit besser genutzt. Damit habe ich bereits drei Fragen beantwortet. Welches ist dein bestes Video? Ich habe auch ein paar schlechte Videos dabei. Ich glaube, vor allem technisch sind die zum Teil ungenügend. Ich habe da am Anfang so eine komische Kamera gehabt, wo ich das mit der Hand über der Kamera schreiben musste, dass es dann funktioniert. Das habe ich jetzt viel besser eingerichtet. Aber die werde ich vielleicht nochmals neu machen. Wie ist es mit Hobbys, habe ich gesagt. Politische Einstellung, da will ich nicht viel dazu sagen. Nicht, weil ich mich schäme, sondern weil ich effektiv relativ unpolitisch bin. Meine Grundeinstellung zu Menschen ist tolerant, positiv, wohlwollend und in der Schweiz wird man sehr oft auch zu Abstimmungen gebeten. Wir haben ja die direkte Demokratie, das ist ein sehr, sehr gutes System, finde ich. Da kann man auch als Bürger wirklich öfters mal seine Meinung in die Urne werfen, mehr als in anderen Ländern. Und je nachdem, wie die Themen eben sind, bin ich dann eher vielleicht leicht links oder eher vielleicht leicht rechts. Es ist mir aber das Thema ist mir wichtig, nicht. Ich bin bei keiner Partei oder so und ich bin also politisch relativ ein langweiliger Mensch. Man kann sich das in der Schweiz gewissermaßen auch leisten. Es läuft wirklich sehr gut bei uns. Das wissen Sie, ich bin nicht unbedingt so begeistert von der Schweizer Art. Man sagt uns Schweizern ja nach, dass wir so besserwisserisch sind und engstirnig und belehrend und so, das
Stimmt, glaube ich auch. Und deshalb bin ich der Meinung, ein bisschen Einfluss von außen, sei das vom Süden oder von Osten oder so, das tut uns Schweizern gut, vom Charakter her so. Ich bin oft in den Ferien im Süden. Ich denke, so diese Mentalität, wenn man den Südfranzosen zuschaut, den älteren Herren, wie sie da Beton spielen, also Boccia spielen und so, diese Lockerheit, diese Freundlichkeit, Zuversicht auch, die fehlt uns teilweise ein wenig. Ich war jetzt auch ein paar Mal im Osten in den Ferien. Ich war in Ungarn, in Polen, in Tschechien. Und zwar nicht nur in den großen Städten. Und habe auch dort, ich war begeistert von den Leuten, wie nett die dort sind, wie hilfsbereit und freundlich. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was von diesen Leuten auch lernen. Und deshalb ist mir eine gewisse Durchmischung vom Charakter der Schweizer her nicht unbedingt, ich bin da nicht dagegen. Okay. Jetzt, was haben wir noch für Fragen? Was habe ich alles gesagt? Jawohl. Jetzt geht es noch ein bisschen Richtung Physik mehr. Da, also Politik haben Sie gefragt. Eine Frage war auch, wie ist Ihre Einstellung zur Kernenergie? Kernenergie ist natürlich jetzt mit diesen Unfällen, die wir erlebt haben, wirklich eine Sache, wo ich meine, man sollte das nicht mehr weiterverfolgen. Es ist nicht so, dass ich die Kernenergie an sich schlecht finde. Es ist eine tolle Sache und die Energie ist da und man kann sie nutzen. Das Problem ist einfach, dass da immer auch Menschen involviert sind. Und wenn so eine Büchse der Pandora mal geöffnet wird durch irgendeinen unvorsichtigen Menschen, ist es einfach obergefährlich. Jetzt, ich meine, Tschernobyl beispielsweise, es war einfach eine absolut doofe und unerfahrene und gefährlich agierende Bedienmannschaft, die dieses Tschernobyl-Unglück verursacht hat. Es war gerade der Unfall da in Italien, wo ein Bus da irgendwo runtergefallen ist, dort waren die Unfälle in Spanien mit diesen Zügen. Ich war dabei, als der Airbus abgestürzt ist in Habsheim, wo einfach ein Pilot da vorne am Cockpit vor seinem Stewardessen geblufft hat und am Schluss dann den Flieger in den Wald gesetzt hat. Sobald Menschen mit ihren hormonellen Schwierigkeiten und ihren komischen Dingen solche Maschinen bedienen dürfen, wird es einfach gefährlich. Und deshalb denke ich, sollte man solche Technologien, also ich meine, man muss nicht die Flugzeuge verbieten, aber die Sache wie Tschernobyl oder so, das sollte nicht mehr passieren können. Die Probleme waren ja oft auch eigentlich Ingenieurprobleme, also jetzt in Fukushima in Japan, da hatten wir mal diesen Tsunami, der hat natürlich die Sache schon mal gestartet, ob das dann am Schluss die Generatoren nicht richtig funktioniert haben und so weiter, das waren eigentlich Ventile offenbar, die da nicht richtig geöffnet werden konnten, das sind Ingenieurprobleme. Und also ich bin sehr ernüchtert von den Möglichkeiten. Wir haben die Sonne, wir haben auf jedem Quadratmeter der Erde, wenn die Sonne scheint, 1 Kilowatt, also 1000 Watt Leistung, die wir nutzen können. Wir haben so viele Flächen auf der Erde, wo die Sonne noch einfach wieder zurückgestrahlt wird in den Weltraum. Ich meine, ich denke an die Wüstenregionen. Wenn man da die Sonnenenergie nutzen kann, nicht unbedingt für Photovoltaik, also für Elektrizität, das kann man schon. Aber man kann auch einfach Sonne, wo es möglich ist, benutzen, um Wärme zu gewinnen, also einen Boiler zu unterstützen im Haus. Dort, wo man das machen kann, finde ich, sollte man erneuerbare Energien, also vor allem die Sonnenenergie, noch viel, viel mehr pushen, als es bis jetzt gemacht wird. Sowieso, also fossile Brennstoffe, Kohle, Erdöl zu verbrennen, um da Wasserheiz zu machen, dass am Schluss dann eine Turbine antreibt und dann Strom gemacht wird, das finde ich ganz schlimm. Nicht nur wegen der Umweltschutzfrage, dass man dann natürlich dann die Atmosphäre verraucht, sondern auch, weil die Energie ist so kostbar in Form des Erdöls. Diese Verbindungen, es ist einfach schade, wenn man die nur verbrennt und dann Wärme draus macht. Das ist absolut schade. Gut. Also meine Einstellung zur Kernenergie ist so, ich finde, man sollte sie stoppen. Man sollte diese Form der Energie nicht mehr nutzen. Und das wird ja vermutlich auch kommen. Dann, wer hat Lieblingsphysiker und wer hat die größten Entdeckungen gemacht? Das ist noch schwierig zu sagen, Lieblingsphysiker. Man muss da ein bisschen unterscheiden von der Physik her, in welches Gebiet man überhaupt gehen möchte. In der klassischen Physik ist vermutlich schon der Newton derjenige, um den man nicht herumkommt. Der hat in so vielen Bereichen der Physik und Naturwissenschaft gewirkt. Man kennt ihn von der Mechanik natürlich, man kennt ihn auch im Bereich der Reibungslehre, man kennt ihn bei der Optik, sehr viel von der Optik, geht auf Newton zurück. Er hat bei der Thermodynamik
das Newtonsche Abkühlgesetz zum Beispiel gemacht. So ein unglaublich vielseitiger Mensch, der da vor etwa 400 Jahren all das aufgeschrieben hat. Das ist schon unglaublich. Also das ist für mich sicher ein Vorbild. Dann sind für mich auch Vorbilder Leute, die so eine große Allgemeinbildung haben und innerhalb dieser Allgemeinbildung dann unter anderem in der Physik auch Entdeckungen gemacht haben. Das sind Leute, die man heute nicht als Physiker bezeichnen würde. Da gehört zum Beispiel Goethe dazu. Goethe, der ja vor allem als Dichter und so bekannt ist, der hat aber auch in den Naturwissenschaften viel geleistet. Der hat da so die Farbenlehre ziemlich stark beeinflusst, hat in Medizin teilweise gearbeitet. Das sind so Leute, die einfach ein unglaubliches Allgemeinwissen hatten. Da könnte man auch Humboldt dazu nehmen oder solche Leute. Und dann in der modernen Physik, natürlich, da kommen eine ganze Reihe von Leuten, die sehr wichtig waren. Planck wäre einer, den man da sicher erwähnen könnte, der in der Quantenmechanik enorm Einfluss hatte. Und dann in einem anderen Bereich zunächst mal ist natürlich Einstein, das ist ja nicht so lange her, der die beiden Relativitätstheorien entwickelt hat, die allgemeine und die spezielle. Und die ganze Kosmologie, also die Lehre von den Sternen und so weiter, beeinflusst hat. Die Theorie von Einstein ist, finde ich, schwierig. Und ich habe selbst in meinem Studium nur wenig von diesen Theorien gehört. Das ist bei uns in der Universität Basel, wo ich studiert habe, ist eher die Kernphysik ein wichtiges Thema gewesen. Und so die Themen, die in diese Richtung gehen, die Einstein verfolgt hat, waren dort Spezialvorlesungen, die ich aber nicht besucht habe. Die Frage vielleicht noch, einige haben gefragt, ob ich nicht mal etwas zur Relativitätstheorie sagen könnte. Nexholus zum Beispiel hat das gefragt. Dann Still an Empty World hat gefragt, wie steht es zur Stringtheorie. Josh Colony hat gefragt, wie steht es mit der Schrödingerschen Katze, lebt die eigentlich noch? Auch A6S4Z hat Sachen gefragt. Ich muss vielleicht dazu etwas Allgemeines noch sagen. Physik, man sagt oft, ja, das ist ein Physiker, der weiß das, oder? Aber Physik ist ein Riesengebiet geworden. Und wenn man einfach zur Physik studiert, wie man das in der Schule lernt, ist das nicht die Physik, die man im Studium und danach später unbedingt dann sich aneignet. Wenn ich das vielleicht da mit einem Blatt Papier zeigen darf. Die Physik, wenn das die gesamte Physik wäre, oder? Dann lernt man in der Schule vielleicht so eine gewisse Basis da unten, ein ganz kleiner Teil, dann lernt man die klassische Mechanik, man lernt ein bisschen Elektrizitätslehre, ein bisschen Optik und so weiter. Wenn man ein Physikstudium macht, dann geht man vielleicht da in gewissen Gebieten etwas höher, da kommt sicher mal die Quantenmechanik dazu, also die Lehre von den kleinen Teilchen, wie ein Atom funktioniert, wie ein Molekül funktioniert. Dann gibt es aber auch Bereiche, die man gar nicht vielleicht anschaut, das ist vielleicht die Relativitätstheorie als Beispiel. Da gibt es auch Bereiche, die hochspannend sind, zum Beispiel die Biophysik, die Medizinphysik, die Geophysik, die Atmosphärenphysik. Das sind Dinge, die man mit dem Grundwesen der Physik und vielleicht einigen Teilen da in den etwas erweiterten Teilen, Gebieten der Physik auch noch gelernt hat und die man dort anwenden kann. Da gibt es zum Beispiel die Elementarteilchenphysik. Das ist ein komplett neues, anderes Gebiet, wo man auch eine ganz andere Mathematik braucht als so in der normalen Physik oder in der Quantenmechanik. Diese Elementarteilchenphysik ist wieder ein Gebiet, das man hier vielleicht ansiedeln könnte. Auch die Kosmologie, also die Lehre von der Entwicklung des Weltalls, ist wieder ein Physikgebiet. Also ist unglaublich viel. Und genauso wie Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Warze haben oder eine Rötung im Gesicht oder so, da gehen Sie nicht zum Zahnarzt damit. Oder wenn Sie ein Herzproblem haben, da gehen Sie nicht zum Augenarzt. Genauso wie in der Medizin, also die Gebiete sich dann so spezialisiert haben und man dann am Schluss nicht mehr alles weiß, so ist es auch in der Physik. Es wäre jetzt für mich vermessen, wenn ich jetzt da über Relativitätstheorie Dinge sagen würde, weil ich das einfach nicht kompetent wirklich vertreten kann. Ich müsste mich da einarbeiten. Ich denke, dass ich vielleicht mal ein Video mache über dieses Thema, einfach so zum meine Sicht dieser Dinge zu erklären, aber das muss ich auch ein wenig vorbereiten, gedanklich. Auch über Stringtheorie und das an CERN gemacht wird, da muss ich wirklich passen. Also ich kann natürlich schon Dinge jetzt sagen, die man auch in Heftchen so liest, im Fernsehen sieht. Das ist immer sehr stark aufbereitet für den allgemein interessierten Naturwissenschaftler. Aber das sind Sachen, wo man, wenn man sich als Physiker sich da hinstellt und etwas sagen möchte, da muss man sehr vorsichtig sein. Ich möchte mich da also jetzt nicht dazu äußern, es tut mir leid. Und
wie gesagt, vielleicht kommt mal was, gerade über Relativitätstheorie, weil das Thema ist offenbar interessant und beliebt. Und vielleicht schaffe ich es, ein paar Dinge doch so zu erklären, dass man es brauchen kann. Aber eine Frage oder zwei, drei Fragen, die ich gerne beantworten kann, weil ich ja mit meinem Astronomiestudium auch ein bisschen Bescheid dazu weiß. Denken Sie, dass erdähnliche Planeten existieren, fragt A6S4Z. Wenn ja, sind auch dort intelligente Lebewesen anzutreffen? Das ist meine Meinung ziemlich eindeutig. Wenn wir uns mal überlegen, wie wahnsinnig viel andere Sterne im Weltall sind, die ein bisschen ähnlich wie unsere Sonne aussehen. Wir kennen ja unsere Sonne, wir kennen die Planeten, die um die Sonne herum sich bewegen. Das ist unser Sonnensystem. Und da haben wir bereits einen zweiten Planeten, der Mars, wo man so vermutet, dass vielleicht theoretisch einfachste biologische Wesen sein könnten. Man hat ja dann nach Wasser gesucht. Also ich glaube, heute ist man nicht mehr der Meinung, dass es mal Leben gab auf dem Mars, aber viele Leute haben daran geglaubt. Und das ist ja nur eine Sonne innerhalb der großen Milchstraße, wo wir sind. Und alles, was wir sehen außerhalb von den Planeten, sind ja alles Sonnen. Also wenn wir den Fixsterne, also wenn wir am Himmel schauen, alles, was wir sehen aus den paar Planeten, sind Sonnen. Und die Sonnen könnten theoretisch alle auch Planetensysteme haben. Von einigen wenigen weiß man, dass es so ist, aber das ist sehr schwierig zu beobachten, weil die Planeten so viel kleiner sind. Und wenn man dann daran denkt, dass unsere Galaxie ja nur eine Galaxie ist und ganz, ganz vielen Galaxien, die man heute sogar in Galaxienhaufen gruppiert, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo eine Sonne ist mit ähnlichen Voraussetzungen eines Planetensystems und damit auch einer Erde, wie bei uns, die Chance ist riesig. Und ich denke, ja, es gibt Planeten, wo etwas existiert, was nicht einfach nur tote Materie ist, was also in gewissem Sinne lebendig ist, sich fortpflanzt, sich an die Umgebung anpasst, vielleicht auch denken kann in gewissem Sinne, wie wir das machen. Das Problem ist mehr ein anderes. Selbst wenn das so ist, werden wir nie mit diesen anderen intelligenten Wesen in Kontakt kommen können, einfach wegen der Distanz. Oder angenommen, es wären jetzt zufällig zwei Planeten irgendwo im Weltraum, die genau auf dem gleichen Stand sind wie wir. Wenn wir mit denen Kontakt aufnehmen wollten, dann müssten wir hier ein Signal absenden mit unserer Technologie, die wir jetzt zufällig haben, zum Beispiel Funksignale oder Licht oder so. Und dann braucht das Licht, sagen wir mal, 10.000 Jahre, bis es beim anderen Planeten angekommen ist. Angenommen, die wären auf dem gleichen Stand gewesen wie wir, im Moment, wo wir abgesendet haben, bekommen sie das Licht also erst 10.000 Jahre später. Jetzt muss man überlegen, was heißt das 10.000 Jahre später? Da gibt es vermutlich ganz andere Technologien wieder. Wo waren wir denn vor 10.000 Jahren? Das war ja nicht, da waren nicht mal die Römer da. Das war also überhaupt nichts. Da hatten also schon Funksignale, sind ja erst etwa 100 Jahre alt. Also der Moment, wo wir solche Signale absenden können, ist ein ganz, ganz kleiner Moment innerhalb unserer enorm großen, langen Entwicklung der Evolution, bis wir nur mal sprechen konnten. Das hat ja schon, weiß nicht, vielleicht 50.000 Jahre so gedauert. Das heißt, die werden das 10.000 Jahre später bekommen. Angenommen, die wären jetzt vorher schon, also die wären jetzt wirklich auf einem Moment, wo sie dieses Signal verstehen können, dann müssen sie ja zurücksenden, dass wir überhaupt das wissen von denen. Dann dauert es wieder 10.000 Jahre, bis wir das Signal bekommen. Das heißt, die Chance, dass wir uns da irgendwie Informationen austauschen können, dass nur schon die Technologie die gleiche ist, dass die Sprache irgendwie die gleiche ist, die Chance ist winzig klein. Also wenn es jetzt ein Stern wäre, der vielleicht ein oder zwei Lichtjahre entfernt wäre, also ein Planet, dann würde es vielleicht eher noch gehen. Aber wenn man sich das ganze Weltall anschaut und sich überlegt, wie weit diese anderen Planeten vermutlich dann von uns weg sind, die mit uns kommunizieren könnten, ist die Chance, dass wir uns da mal verständigen können, null. Also wir werden das nie erleben. Auch wenn es so ist, wir werden von diesen Leuten vermutlich nie was erfahren. Ob es dann Leute sind, sowieso. Das könnten Insekten sein, das könnten Würmer sein mit riesigen Hirnen. Es könnte auch sein, dass die Biologie ganz anders funktioniert. Man weiß ja heute, dass auch in der Tiefsee unten in extremsten Bedingungen Stoffwechselvorgänge möglich sind, die also nicht mit Sauerstoff, sondern mit Schwefel funktionieren. Also unsere relativ bornierte Ansicht, wie so ein Lebewesen leben könnte, da muss man einfach offen sein für komplett andere Ideen.
denke aber, dass, was ich da gesagt habe, mit dieser Signalgeschwindigkeit, dieser Lichtgeschwindigkeit, dass die eben nicht überschritten werden kann, das ist eine Sache, an der kommt man nicht vorbei. Darauf beruht ja auch ganz vieles von der modernen Physik. Die Lichtgeschwindigkeit ist die größte mögliche Geschwindigkeit, mit der Signale oder Materie übertragen werden können. Und deshalb ja, müssen wir einfach vermutlich diese Idee einer anderen Zivilisation, mit der man mal irgendwann austauschen könnte, vergessen. Wenn etwas näher ist, dann wäre das denkbar, dass man sich da mal verständigen könnte. Aber ob da wirklich Planeten so nahe sind, etwa auf unserem Stand, da ist dann die Chance einfach wegen der Menge der möglichen Planeten wieder kleiner. Und dann wäre auch die Frage, ob wir es schaffen, auf einen anderen Planeten umzuziehen, um der Sonnenexplosion in ca. 5 Milliarden Jahren zu entkommen. Die Sonnenexplosion, also man weiß heute, wie so eine Sonne sich entwickelt. Der Lebenslauf einer solchen Sonne ist bekannt. Man weiß auch ungefähr, wie die Sonne mit unserer Größe geboren wurde, sage ich jetzt mal, wie sie sich entwickeln wird. Man kann deshalb auch vorausrechnen, wie sich das später mal ergeben wird. Vermutlich wird die Sonne mal ihre Hülle abstoßen, wird uns dann verbrennen, wenn wir da noch existieren. Das ist aber noch, wie gesagt, wir sprechen da von Milliarden Jahren. Und das Umziehen, also man kann dann natürlich spekulieren. Was ich jetzt sage, ist auch nicht mehr als Spekulation. Ich denke, bis dann sind wir, also ich denke, ich bin froh, wenn wir in 10.000 Jahren noch existieren. 10.000, ich spreche nicht von Milliarden Jahren, weil die Chance, dass da etwas anders schief geht, es braucht ja nur ein paar Grad Temperaturerwärmung oder Abkältung, dass ganz vieles nicht mehr funktioniert. Wir haben jetzt das Bienensterben, oder? Man weiß, wenn Bienen mal nicht mehr da sind, dann ist die ganze Befruchtungskette in der Biologie nicht mehr so gewährleistet. Da kann man plötzlich ganz viele Dinge nicht mehr essen, weil sie nicht mehr existieren, weil sie nicht befruchtet wurden. Und so, man könnte sich auch Seuchen vorstellen, die uns irgendwann mal dahin raffen. Man weiß, dass vor x Millionen Jahren mal eine Riesenpopulation an Muscheln auf der Erde war, Muscheln, Rhynchronellen. Wie die plötzlich ausgestorben sind, weiß man nicht. Man spricht ja von den Dinosauriern, die auch plötzlich wegen einer Verdunkelung durch den Einschlag eines Himmelskörpers so stark in der Biologie oder in der Atmosphäre beeinflusst wurden, dass sie dann auch nicht überlebt haben. Sowas könnte uns vielleicht auch passieren, wer weiß. Also wenn ein Einschlag eines Himmelskörpers bei uns passiert, der die ganze Atmosphäre verraucht, die Sonne nicht mehr auf die Erde runterkommt, dann, das sieht dann schlecht aus für uns. Also solche Dinge sind vermutlich innerhalb dieser nächsten 5 Milliarden Jahre, wie der Kollege hier schreibt, der A6SZ4, sind sehr wahrscheinlich, was die vorher passieren. Gut, ich denke, ich habe vieles von dem, was Sie mir da gefragt haben, beantwortet. Ich freue mich. Ja, jemand sagt noch, warum ist die Physik denn so schwierig? Haben Sie früher immer alles sofort verstanden? Und auch eine ähnliche Frage war mit den Nachhilfestunden, ob ich denn eigentlich mit Nachhilfestunden da zum Teil Physik gelernt habe. Das ist finde ich eine gute Frage. Ich habe tatsächlich während meinem Studium auch Geld verdienen müssen, weil ich habe da nicht einfach da eine große Kasse gehabt. Ich habe das mit Nachhilfestunden gemacht und habe mit Nachhilfestunden auch gelernt, dass Leute zum Teil wirklich Schwierigkeiten haben, die ich fast nicht verstehen konnte. Es ging da oft um Mathematik, also um Algebra-Sachen, Umformen von Gleichungen und so. Und ich bin da manchmal fast verzweifelt, weil es war mir so klar und logisch, dass das funktioniert. Und dann habe ich dann einfachste Dinge versucht, den Leuten beizubringen, und das hat einfach dann enormste Schwierigkeiten gemacht. Das war für mich sicher eine Lehre in dem Sinn, dass ich versucht habe, einfach zu verstehen, wie Leute funktionieren, wenn sie das lernen müssen. Man darf, glaube ich, schon sagen, Lernen ist ein Prozess, den man oft nicht gerne macht. Also man spielt gerne, oder es gibt Dinge, die man gerne macht, aber Lernen ist eher schmerzhaft. Und wie gesagt, ich möchte das Lernen, wenn es geht, irgendwie ein bisschen lustbetont gestalten. Und deshalb habe ich eben, wie gesagt, mein Lehrgeld teilweise mit diesen Nachhilfestunden verdient. Ich habe versucht zu verstehen, warum diese Leute so Mühe hatten mit gewissen Dingen. Also ich habe jetzt keine Antwort darauf. Aber vermutlich ist es oft eher eine innere Blockade gegen das
Lernen an sich oder gegen das Lernen der Mathematik als wirklich ein echtes technisches Problem, was Lernen. Man kann ja Sprachen lernen, man kann ja Französisch lernen zum Beispiel, und beim Französisch lernen lernt man Vokabeln auswendig. Man kann genauso auch Algebra-Regeln auswendig lernen. Man muss dann einfach lernen, dass man diese Buchstaben in der Algebra dann eben ersetzen kann durch Zahlen oder durch ganze Ausdrücke. Das braucht vielleicht ein gewisses logisches Grundverständnis, dass man das darf, dass es funktioniert. Aber vielleicht bekomme ich mal meine Antwort, warum einige Leute einfach extrem Mühe haben mit, gerade mit Mathematik. Und die Frage, die dazugehört, hast du immer sofort alles geschnallt früher? Ja, ich denke, in der Physik und in der Mathematik habe ich wirklich nie große Mühe gehabt. Ich habe auch Freude gehabt dann, habe teilweise Heftchen noch gelesen nebenbei. Und ich war generell ein guter Schüler und ich habe oft eben auch verstanden, was ein Lehrer möchte, auch bei Prüfungen und so, und habe deshalb meistens gute Noten gemacht. Habe mir oft überlegt, ja, was könnte man da fragen dazu? Und habe mir dann die Fragen überlegt und die Antworten dazu, und das hat dann oft auch funktioniert. So habe ich auch meine späteren Prüfungen oft so vorbereitet, indem ich mich quasi in den Lehrer versetzt habe und mir überlegt habe, was könnte der dann überhaupt fragen? Das ist dann, glaube ich, ein guter Tipp. So, jetzt habe ich schaue gerade 56 Minuten lang geschwatzt. Also die, die hier durchgehalten haben, denen kann ich nur gratulieren. Den anderen, die sind ja jetzt eh nicht mehr dabei, aber die anderen verstehe ich auch, die dann irgendwann mal wegschalten, was anderes machen. Wenn Sie weitere Fragen an mich haben, können Sie das gerne jederzeit bei den Kommentaren schreiben. Vielleicht mache ich auch dann einmal ein 2000 oder ein 3000 Abonnenten-Special, wo dann vielleicht andere Fragen wieder kommen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, dann vermutlich wieder ein normales Physikvideo. Ciao.